Willkommen zurück bei Lego Harry Potter, wo wir heute sehr, sehr viel Butterbier organisieren wollen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie wir das wo bekommen. Aber ich glaube, das finden wir alles raus. Früher oder später. Wir schauen uns hier einfach erstmal um. Okay, hier werden wir irgendwas hinstellen können. Da kann bestimmt irgendwas dran. Was bist du denn? Du bist ein Krug. Dieser Krug kommt hier auf den Tisch. Da haben wir Nummer 1. Fehlen bloß noch 2. Schwarze Magie, da kommen wir nicht rein. Was hat's mit dieser Ente auf sich? Offensichtlich gar nichts. Die fällt halt runter. Hier haben wir den zweiten. Jetzt fehlt bloß noch dieser eine letzte Krug. Den bekommen wir jetzt bestimmt von dem Gemälde, weil der seine Quietscheente wollt. Los, jetzt gib mir den Krug. Okay, nee, wir kriegen den Zapfhahn. Ist aber fast genauso gut wie ein Krug. Das ist das Butterbier, was der Typ hier kriegt. Gönn dir. Ich bin aber noch nicht fertig. Ach komm, das wollte ich jetzt doch gar nicht. Ich will doch erstmal mein Zeug hier fertig machen. Ah, Dinnerkarten. Tja, Ron. Du bist halt nicht erwünscht, du bist nicht krass genug. Selbst seine Schwester ist krasser als er. Ja, Entschuldigung, wollte bloß höflich sein. Leute, was ist denn los mit euch? Benehmt euch! Bin ich denn der Einzige, der krass genug ist für ihn? Ach ja klar, ich will ja noch seine Gedanken klauen. Lass mich raten, erst wenn ich dir beim Aufräumen geholfen habe. Aber schon irgendwie ganz cool hier. Das kriege ich gerade nicht auf. Cool, das Gemälde kann sehr gut tanzen. Hier ist ein Wischmopp, den werden wir mit Sicherheit brauchen. So, haben wir hier alles? Ja, oder? Hier können wir noch irgendwas zusammenbasteln. Klar, mache ich. Man hilft ja, wo man kann. Achso, ich muss ja... Klar, natürlich muss das Geschirr auch noch gespült werden. Und der Tisch wird abgeputzt mit einem Schwamm. Warum auch nicht? Ordnung ist das halbe Leben. Aber die andere Hälfte ist Unordnung. Weihnachtsessen? Ja, Draco Malfoy und sein Verschwindekabinett. Die Leiter war ganz klar viel größer als der Schrank. Aber es funktioniert. Und hier ist das Gift. Ach so, ich soll bloß den Kellner spielen oder was? Slughorn ist so ein Arsch.
Ja, hast du recht. Der Tisch kann es viel besser als du. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Ne? Man ist ja auch neugierig. Geile Musik. Oh, lecker Essen. Ich habe ja auch so einen Hunger, ganz ehrlich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich nehme seit heute Morgen alles Mögliche auf und habe noch nichts gegessen. Was macht denn jetzt da oben im Gebüsch? Aha, ich glaube, die Alte ist nur hier, um Unruhe zu stiften. So, hier brauchen wir schwarze Magie, haben wir ja nicht. Da haben wir mal ein paar geile Picks gemacht. Was zum Teufel ist los mit ihr? Warum dreht die so durch? Die ist doch völlig geisterkrank. Hallo. Schön, wie er winkt. Könntet ihr mich bitte mal durchlassen? Vielen Dank. Das Ding hier ran. Und das Ding hier ran. Und jetzt? Ist hier offen. Geil. Ach, Snape war auch eingeladen. Wie nett. Auch wenn ich ihn nicht besonders leiden kann, aber das ist ja... Das spricht ja eigentlich für ihn, wenn selbst Snape eingeladen ist. Mhm. Ja. Und wieder ein Level abgeschlossen. Wir sind so gut einfach. Wirklich. Hervorragend. Wir sind ein wahrer Zauberer. Wobei das immer dasteht. Wir sind einfach immer ein wahrer Zauberer. Und goldene Steinchen haben wir auch. Yay! Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich mag das Spiel wirklich. Mir egal, ob das für Kinder gedacht ist. Ich mag's halt. Was, wer bist du denn? Wieso redet er mit mir? Ich kenne ihn gar nicht. Das finde ich schon ein bisschen frech. Ah, schon wieder Unterricht. Ich hasse Unterricht. Warum haben wir Unterricht? Ich will keinen Unterricht haben. Lass das. Krass, sein Zauberstab ist eine Wasserflasche. Ja, Rons nicht. Und tschüss. Harry, sei nicht dumm. Solange er da drin ist, musst du nichts tun. Oh mein Gott. Chaos infernalen Ausmaßes. Du kannst... Ich kann also Dinge tun. Ich kann jetzt Feuer löschen. Das ist sehr praktisch. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was vor. Hier. Toll, ich dachte, das würde reichen. Aber die Flamme geht einfach nicht aus. Ich brauche also hier sowas. So, dann hätten wir das schon mal so ein bisschen gelöscht. Kleine Flammen schaffen wir auch ohne. Das ist gut zu wissen. So, brennt hier sonst noch irgendwo? Ey, guck mal, Ron. Du bist ein Spast. Hättest ja ruhig helfen können. Was war denn das? Das juckt ihn halt nicht mal.
Schau mal, dir helfe ich. Du siehst nämlich wirklich nett aus. Und netten Leuten helfe ich doch immer wieder gern. Guck doch, wie er lächelt. Der muss nett sein. So, hier drüben konnten wir irgendwas zaubern. Denke ich. Das hatten wir schon. Was ist denn das hier? Ich glaube, Hermine muss hier erstmal ein bisschen krass sein. Krüchen. Ups. Falsche Taste. Kann ja mal passieren. So, was kriegen wir? Irgendwie so eine komische Muschel. Sehr schön. Und diese komische Muschel muss hier hin. Ah, verstehe. Ist ja krass. Die haben hier schon ganz ordentlich mitgedacht. So, da können wir zaubern. Dann machen wir hier das Becken voll. Das wird dann vermutlich einfach ins Bild gehen. Damit der nette alte Herr dort den Brand löschen kann. In dein Gesicht. Vielen Dank für die Kiste. Das ist jetzt hier alles einfach so ein bisschen runtergefallen. Da oben ist auch noch was und hier ist irgendwo ein Kopf. Das heißt, ich brauche vermutlich erstmal das hier. Ich will den Kopf haben. Kannst du hier mal die Lampe anzünden einfach? Klappt das vielleicht? Nee, schade. Ich mache immer alles kaputt. Ich versuche da irgendwie hochzukommen. Ich tippe ja stark auf die Lampe. Cool. Ein Schmetterling. Das ist toll. Ja, Hermine, du stehst im Weg rum. Ganz ehrlich, dann bist du aber auch selber schuld. Wundere dich doch einfach nicht. So, was wird das hier? Eine Gießkanne. Ja, meinetwegen, wofür auch immer, ne? Bestimmt muss ich da das Blümchen füllen. Dann blüht die und dann kann ich mit der irgendwas machen. Oh, wie schön. Dieses Spiel ist so voller Magie. Ja klar, könnte natürlich daran liegen, dass es Harry Potter ist. Schau mal, Bro. Ich lasse dich da wieder raus, auch wenn du ein Arschloch bist. Und dafür haben wir jetzt den Wasserzauber. Das ist doch super. Jetzt fehlt bloß noch schwarze Magie. Schwarze Magie ist unser Freund. So, kann ich hier mal einfach alles kaputt machen? Da ist noch eine blaue Kiste, aber die macht nichts. Hier liegt so viel Zeug rum. Das muss doch noch einen näheren Sinn haben. Achso, ich kann es kaputt machen. Geil. Zerstörung ist einfach was Tolles. Und sonst hier so. Achso, das sollen alles Bücher sein. Jetzt erkenne ich es erst. Aber ich will da oben noch den Ritter reparieren. Das ist so irgendwie mein persönliches Ziel gerade. Vielleicht
Vielleicht läuft das Ganze so ein bisschen Jump'n'Run mäßig. Weil mit diesem Zauber kann ich ja nicht, nicht springen. Ich komme da nie hoch. Keine Chance. Gut. Dann schauen wir einfach mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Und ciao.